Und willkommen zurück bei Hasenjagd Reloaded. Wir sprechen den Hasen an. Und er folgt uns und das Charakterbild stimmt nicht. Ich meine, so ein Kampfhasen als Begleiter wäre bestimmt eine coole Sache. Wenn man denen dann irgendwie Schwerter geben kann oder sowas. Oder goldene Reißklauen des Vernichtens oder sowas. Und dann greift er die Gegner an und dann fällt ihnen der Kopf ab oder so. Wäre schon mal ganz cool. Ich meine, irgendwo ist der Hase ja niedlich. Ich gebe es ja zu, aber... Was soll's? Wir sammeln kleine Häschen ein. Ja. Was habe ich letzte Folge noch über das Niveau gesagt? Na gut, eigentlich ist ja ein Häschen einsammeln überhaupt nichts Niveauloses. Ich meine, das ist ja ganz nett und niedlich. Das kann man schon mal machen. So, du kleines Drecksbalk, da hast du dein Häschen wieder. Da ist ja mein lieber Moppel wieder. Oh, ist der toll. Vielen Dank. Wunderbar. Haben wir das auch mal hinter uns gebracht? Die Moppelsuche. So, und dann werden wir mal mit der Priesterin im Tempel reden, um zu erfahren, was denn für ein Auftrag die für uns bereithält. So rum geht's. Aber erstmal klaue ich ihr die Bücher. Mein Buch. Pam. Buch der Geografie 6. Mhm. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das nicht auch schon hatten. Geografie. Holz und Schiefer aus dem Norden. Nö, hatten wir noch gar nicht. So. Die unter Morgas dem ersten errichtete Burg Krähenfels bietet das dunkle Herz der... bildet das... Ich fange nochmal an. Die unter Morgas dem ersten errichtete Burg Krähenfels bildet das dunkle Herz der Baronie de Mordray. Während in der Baronie die härtesten, besten, aber auch gnadenlosen Soldaten des Reiches ausgebildet werden, sind die Ortschaften Wolventhal, Schiefersaal und Biberring eher ärmlich. Schiefersaal lebt von Abbau des dunklen Schiefers, der insbesondere im Norden des Reiches ein begehrtes Baugut ist. Biberring ist die Heimat der Holzfäller, die jedoch unter Wladimir de Mordray Weisung erhalten haben, immer näher an den Wäldern von Tyhadar ihre Arbeit zu tun. Übergriffe der demordrayischen Soldaten auf die Bevölkerung werden nicht staatlich geächtet, da das Haus de Mordray autonome Rechte durch die Eheschließung Valorians mit Moridia genießt. Dagegen wird jedoch gemunkelt, dass die Krone unter Arnim des 10. stillschweigend ein Generalpardon für die Abenteurer und Seraphim gewährt, die allzu rohe Übergriffe gegen die Bevölkerung stoppen. Aha, ja. Die Mordrei sind immer sehr nett und auch gern gesehene Zeitgenossen. Wer bist du denn? Novizin Aluntra. Bitte bringt uns den Zeremonienstab zurück. Die unheiligen Sakara-Priester entwickeln sich zu einem immer größeren Problem. Nun haben sie sogar erdreistet, unseren heiligen Zeremonienstab zu stehlen. Augenzeugen berichten, sie seien in Richtung Süden aus der Stadt geflohen. Bitte folgt ihnen und bringt den Stab zurück. Sehr gerne, Zeremonienstab. Komme ich eure Bitte nach. Ja, der dient vermutlich zum Schweinekitzeln, der Zeremonienstab, aber was soll's. Ich glaube, das sah eigentlich ganz cool aus, der Zeremonienstab. Mal gucken. Wir müssen also aus Süden, aus der Stadt raus, um irgendwelche Stäbe wieder zu kriegen. Aber zum Glück haben wir bald... Ja, ich sperre mich hier selber ein. Zum Glück haben wir bald die ganzen Nebenaufträge hinter uns. Sodass wir uns dann nicht mehr Sorgen machen müssen, dass wir irgendwelche Leute hier befriedigen müssen. Naja. Hier liegen immer noch die Leute rum. Der hat sein Bein wieder da oben. Das ist auch schön. Und wir suchen Sakara-Priester. Seit wann suchen wir Sakara-Priester? Die gibt es wie Sand am Meer, die Typen. Zeremonienstab. So, da ist ja schon einer. Und der hat einen Zeremonienstab ausgespuckt. Ich will aber noch einen Zeremonienstab. Ja, da gibt es noch ein paar Zeremonienstäbe. Können wir gerne mitnehmen. Geht mir von der Pille. So, und ich drücke A. Und nehme die Hände von der Tastatur und von der Maus, denn der macht das ganz alleine. Das finde ich durchaus vorteilhaft. Weil da kann man mal die Pfoten ein bisschen entspannen und so. Und wir haben Zeremonienstäbe. Wir haben natürlich zwei extra Zeremonienstäbe, die sogar beide ziemlich gleich sind. Aber was soll's. Das ist halt noch ein bisschen unschön programmiert, dass man da Missionsgegenstände mehrmals kriegen kann, wenn man die noch nicht aufgelesen hat.
Naja, wir gehen mal zurück zu der Priesterin ins obere Viertel, was eigentlich ewig dauern kann. Warum gibt's hier keine Skateboards oder sowas? Oder Rollschuhe oder irgendwas? Egal. So. Jetzt sind wir auch schon wieder am Klosterplatz angekommen. Das ging hier ganz fix und ganz schnell. Und wir sind alle sehr gespannt, was dann passieren wird. Na du. Die Götter werden euch für diese Tat ihren Dank erweisen. Na danke. Ach ja, ich muss jetzt zum Kombomeister. Ich will nicht zum Kombomeister. Ich mag nicht. Da wird so unser Zauber stärker, aber die Relationszeit wird so übel lang. Ich guck nochmal, was hier hinten so abgeht, ob hier irgendwelche Bücher versteckt sind. Na, versteckt ihr irgendwelche Bücher in euren Häusern? Sagt mir Bescheid, wenn ihr es tut. Bücher? Egal, hallo, Kombomeister. Ja, das kann ich jetzt erstmal den Rest der Folge in Anspruch nehmen. Vor allem, weil man die Runen nicht einfach mit irgendeiner Taste da oben reinsortieren kann. Das ist so doof. So, wir machen mal wieder ultimativ hier Frostring und Eispfeil. Das sind Eissplitter. Pam. Tralala, tralala, tralala. Und pam. Ja, das ist jetzt weniger spannend und ich kann auch überhaupt nicht viel dazu erzählen, weil es einfach völlig unspannend ist. Aber ja, was will man halt machen? So, 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 so. Pam. Pam, 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 pam. Ja, das ist nüt. Ich weiß echt nicht, was ich erzählen soll. Mann, das ist so langweilig. Ich meine, ich probiere mich ja hier schon etwas an Geschwindigkeit, aber leider muss man wirklich jede Rune einzeln hier reinlegen. Da kann ich leider nichts dafür. So, 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 so. Und so. Was ist das? Schildwall. Naja. Falsche Taste. Entschuldigung. So, das ist nämlich auch Schildwall. Das brauchen wir doch gar nicht. So, 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 so. Und so. Und pam. So, sortieren wir den ganzen Quatsch wieder und sind fertig damit. Jetzt haben wir das auf Stufe 27 und es dauert 5 Sekunden, bis er wieder da ist, der Zauber. Meine Güte. Hier ist noch ein Händler, der irgendwelche krassen Sachen im Angebot hat, aber die eigentlich total bockwurst sind. Regeneration plus 7, wollt ihr mich ärgern? Bla 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 bla. Irgendwelche tollen Waffen hat er auch nicht. Nö, ach komm. Diese Aufnahme geht echt schon so lange. Ich verliere so langsam die Motivation für alles Mögliche. Entschuldigung. Müsste auch noch langsam mal was essen, weil es eigentlich schon längst Abendbrotzeit. Egal. Also, was muss ich jetzt noch machen? Warte mal, ich muss jetzt noch die Hauptaufgabe machen. Die mache ich vielleicht in der nächsten Aufnahme. Was ich jetzt eigentlich nur noch vorhabe, ist, dass ich raus vor die Tore der Stadt gehe. Und dort die Nebenaufträge. Das ist richtig. Das weiß ich ganz sicher. Bei dir ist überhaupt nicht sicher. So, ich gehe jetzt hier raus vor die Tore der Stadt. Ich hole mir mein Pferd her. Damit es vielleicht etwas schneller geht. So. Die stehen immer noch hier rum. Die wollten eigentlich abhauen, aber egal. Dann haben wir den Auftrag, haben wir den Auftrag. So. Jetzt hier drinne war hier noch ein Auftrag versteckelt. Ich gucke gerade mal in den Häusern nach. Man weiß ja nie. So, ich guck mal hier rein. Hier ist nämlich so eine kleine Außenposten der Garnison, der leider auch von dem Mord hier besetzt ist. So, bupp. Hallo, Nebenauftrag. Ich glaube, der stand vor dem Tor, ne? Ist hier irgendjemand mit einem Nebenauftrag? Nö. Hier ist der Nebenauftrag, genau. Mach ich das Brett mal auf. Hallo. Oberleutnant von Hohenmut, Amonji. Die Bauern und Siedler vor den Toren der Stadt klagen über dämonische Kräfte. Tötet diese Kreaturen und ihren Ursprung. Tötet ihren Ursprung, aha. Geringere Dämonen, Imps, Teufler. Geringere Dämonen, Imps, Teufler gar. Teufler, boah. Ich weiß nicht, kennt irgendjemand von euch Dungeon Keeper?
Ich meine, ist relativ bekannt, aber da gab es ja auch Teufler, diese fetten, fußlosen Viecher, die gestunken haben und mit Morgenstern um sich geschmissen. Also, egal. Fallen über das Reich her. Folgt der Spur dieser kleinen Dämonen und findet heraus, wo ihr Ursprungsort ist. Oh, und fühlt euch frei, den Ursprung mit einem kräftigen Treten Hintern zu beseitigen. Welche Herausforderung. Du magst sowas also, ja? Tritt in den Hintern. Okay, wir suchen also irgendwelche Dämonen auf. Ach, wie schön. Dämonen, 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 Dämonen. Ich gehe mal hier lang. Ich weiß nicht, ob das der Auftrag ist, der uns zur Mühle führt. Könnte aber sein. Ich meine, ich sehe überhaupt keine Dämonen. Hier sehe ich nur einen Haufen Weizenfelder. Und bekloppte Priester. Und Harpien. Also die Harpie zählt jetzt nicht zu Monstern. Die ist hier nur aus anderen Gründen entstanden. Ach, hier geht's rüber. Ja, Alarm, Büße, bla bla bla. Nein, was ist denn das? Die komplette schwarze Bruderschaft oder was? Pam. Ach, ich liebe das immer, wenn die so gruppenweise umfallen. Das hat so was Beruhigendes. Ja, Heide, bla bla, brenne im Feuer der Verdammnis, dein Blut reinigt deine verkommene Seele, was denn noch? Da, hier ist ein Dämonixi. Pam, 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 alle tot. Wunderschön. Oh, hier sind noch mehr Dämonen. Hallo. Ach, vielleicht sollte ich eigentlich hier oben lang gehen, ich weiß es gerade gar nicht. Ich will zaubern. Ich bin ein Zauberer. So. Haben den Typen mal vom Himmel geholt und so wie es aussieht, ist hier der Ursprung der bösen Kreaturen. Hallo. Leider mag ich das überhaupt nicht, so in Gebäuden zu kämpfen. Der hat seinen Stab fallen lassen, den sammle ich mal ein. Und du gehst... Ist doch egal, wenn du raus willst, dann geh raus, aber bleib hier nicht stehen und mach Ärger. Ja, aua, das hat wehgetan, du kannst gar nichts. Veredelte Rüstung der Katze, Zwergenstahl. Jetzt bin ich mal gespannt, ich hab den ja entwaffnet und er hat diesen Stab ausgespuckt. Aha, naja gut, so toll ist er nicht. Das Ziel dieser Mission muss ganz in der Nähe sein. Ja, ja. Ich gehe mal hier außen rum, weil das der übliche Weg ist, den man gehen soll. Hier ist ein Flammengeborener. Die sehen übrigens so aus von der Nähe. Also, naja. Ja, ja, verkommene Seele, Vergebung und so weiter und so fort. Das kennen wir doch alle schon. Ihr könnt euch ruhig mal neue Sprüche überlegen. Hallo Flammengeborener, komm mal raus. Ich habe hier keinen Bock, alles einzeln zu machen. So, wunderschön. Alle tot. Dann bringen wir nochmal hier die Party-People um. So, das hat ganz gut geklappt an sich. Ja, ja, ja. Ich will hier rein, mach die Tür auf. Ich krieg die Tür nicht zu. Oder auf. So, kommt mal bitte alle hier rein in den Kerzenkreis, damit ich euch opfern kann. Oh. Ja, ja. Wollen wir nicht alle ein paar Eingeweide? Ein morscher Magierstab, was kann der so? Schreiender Bogen der Ehrerbietung. Na bitte. Das ist mal ein halbwegs interessanter Gegenstand. Eigentlich überhaupt nicht. Was ist das? Den sein Schaf. Meteoritnagel plus 3. So, jetzt bringen wir nochmal hier die ganzen Leute um. Wir sollen hier aufräumen. Tot. Und... Na, auf die Tür, auf die Tür. Oh, mach die Tür auf. Und... Na, ich kann gar nichts. Geh da rein und prügel auf das Vieh ein. Mach irgendwas. So. Haben wir das Vieh auch umgeknüppelt? Sollst den Bogen mitnehmen, du Knallkopf. Dankeschön. Oh, der geht mir so auf die Nerven. Lugo, geweiterte Shadar. Der kann leider keine Türen öffnen. Haha. So. Der ist auch kaputt. Dann werden wir in der nächsten Folge mal Lugo Geweihten den des Shadars umbringen, würde ich sagen. Denn, ja. Hier gibt es eine Folgenpause.
Bis dahin. Tschüss.